Hi Leute, ich bin Ciel und ja, das Jahr ist ja mittlerweile schon fast über, nein, fast 2 Wochen alt und es ist eigentlich viel passiert, aber auch irgendwie nicht. Ich bin alt geworden. Nee, ich hatte Geburtstag. Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen alt irgendwie. Also es hört sich vielleicht doof an für euch, aber ich bin jetzt 28, oh mein Gott. Und ja, ich habe mir für das neue Jahr 2 Vorsätze genommen. Ich möchte einerseits anfangen mit Autofahren. Finally, ja, ich weiß, ich kann nicht Auto fahren, aber das kommt noch, das kommt noch. Und andererseits, ich habe ja im Sommer diese Daily Vlogs gemacht. Die fand ich eigentlich ziemlich cool, aber ich muss auch sagen, das war einfach viel zu anstrengend, viel zu viel. Jeden Tag was hochzuladen, das geht einfach nicht bei mir. Und ich habe mich deshalb entschieden, ich möchte unbedingt wieder ein bisschen mehr Videos machen. Halt in den letzten 4 Monaten lief gar nichts wegen der TubeCon, was da eigentlich auch eine coole Aktion war, deshalb will ich mich auch gar nicht beklagen. Aber ich will jetzt wieder ein bisschen mehr vloggen, deshalb fange ich jetzt hier wieder an dieses Jahr mit Weekly Vlogs. Ich hoffe, es gibt nicht, die werden nicht allzu lang, aber ich glaube, so spektakulär ist mein Leben auch nicht. Ich werde jedenfalls ein bisschen mehr vloggen wieder dieses Jahr. Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Mal schauen, halt, wie ich gerade lustig bin. Und ja, was. Ich würde sagen, ich wünsche euch einfach viel Vergnügen. Ich gehe jetzt mal, ich muss mich doch fertig machen. Ich gehe jetzt nach Neuchâtel zu meiner Mutter und ja, wir sehen uns dann. Neuchâtel, ach, oh, jetzt muss ich ein bisschen pressieren. Jetzt, Mami wartet sie 10 Minuten, weil sie Hunger hat, weil wir zu früh ist abgefahren, weil sie Hunger hat. Mal schauen, ob ich sie finde. Irgendwo mit dem Veloständer hat sie gesehen. Was sehe ich dir? Gefunden! Hallo! Mal schauen, was das kann. Von außen sieht es einmal schon mal sehr asiatisch aus. Hat es überhaupt offen? Es sieht so zu aus. Hi! Ich bin jetzt erst auf Zürich gefahren, heute schnell mit dem Zug. Dann ist der Zürich, ich habe gehört, die halbe Schweiz. Aber es ist schnell gegangen, 1,5 Stunden. Und ich bin jetzt gerade unterwegs ins E-Paradise. Das steht gerade beim Letzi Park, mehr oder weniger in der Nähe vis-à-vis. Und das findet im Moment gerade das Dota-Finale statt. Mein Sanity gegen Red Panda Lifting. Es steht im Moment 2:0 für Mein Sanity. Wie es auskommt, das könnt ihr sehr gerne im Turnier- und Liga-Update von eSports.ch nachschauen, wenn es euch interessiert. Ja, ich nehme jetzt einfach den Terren mit, weil es ist nämlich mega cool dort. Wenn ihr noch nie seid, müsst ihr unbedingt mal gehen, wenn ihr euch für Game interessiert. Vor allem hier finden immer mega viel so Finale und so statt. Und das ist Fakt. Und ja. Schaut selber. Los, gib mir Bier! Ja! Los! Hier! Nimm mein Geld! Cheers! Ich bin nicht mehr im E-Paradise, wie man sehr unschwer erkennen kann. Wir sind dann nach der Dota 2, nach dem Finale, sind wir noch ein bisschen länger geblieben, haben noch ein bisschen für einen Geburtstag angestoßen und danach sind wir noch weitergegangen.
mein erstes Mal an der Langgasse in Zürich feiern, in Memphis. Und ich habe da auch übrigens auch noch einen Zuschauer von mir getroffen. Also, falls du das hier siehst, ich grüße dich. Ich weiß schon wieder leider nicht mehr, wie du heißt. Tut mir leid, aber ich habe mich mega gefreut. Und ja, dann wurde es auch ziemlich spät, frühmorgens. Und ja, den Sonntag habe ich dann damit verbracht, mit Reto zusammen die eSports.ch-Sendung vorzubereiten. Und die findet ja jeden Montag statt. Das heißt, jeden Sonntag müssen wir die vorbereiten. Und ja, dann war auch Montag schon Sendung von eSports.ch. Das lief eigentlich wie immer glatt. Ja, bis mittags, Montagmittag. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich habe mir währenddessen Tulpen geholt. Da, ich liebe Tulpen und besonders violette Tulpen, ich finde die so schön. Ja, und ich habe auch Anja getroffen und ich habe diesen tollen Becher von ihr bekommen, unter anderem. Ich hatte ja Geburtstag. Und der ist so schön. Der funkelt so mega. I like. Und es ist ja warm. Egal wie alt man ist nie zu alt für Einhörner. Heute früh hat YouTube gerade bekannt gegeben, dass sie die Anforderungen für das YouTube-Partnerschaftsprogramm angepasst haben. Also neuerdings muss man ja mindestens 1000 Abonnenten haben und mindestens 4000 Stunden Watchtime. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Es ist ja so, in der Schweiz ist es unglaublich schwierig, erstmal diese 1000 Abonnenten zu bekommen. Man ist ja schon mega happy, wenn man so 100 hat. Es ist halt in der Schweiz extrem schwer. Wenn man vergleicht mit Amerika, also den englisch sprechenden Ländern, muss man halt einfach sagen, dass wir generell einfach eine viel kleinere Reichweite haben. Ich glaube, es ist schwer. Andererseits muss ich sagen, das Geld soll ja nicht soll ja nicht der Grund sein, weshalb man mit YouTube anfängt. Und deswegen muss ich sagen, finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, der Ansporn soll ja das Video machen an sich sein, die Community, der Spaß daran und nicht, dass man damit Geld verdient. Und ich finde einfach, bevor man nicht 1000 Abonnenten hat und sich sagt, doch, ich will das wirklich regelmäßig machen, muss man auch nicht damit noch Geld verdienen. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu denkt. Lasst mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Finde ich auf jeden Fall total spannend. Der einzige Kritikpunkt, wo man vielleicht sagen kann, ist, dass das halt länderspezifischer sein müsste. Wir haben halt in der Schweiz zum Beispiel auch kein Ambassadorenprogramm, weil wir die Anforderungen, die internationalen Anforderungen nicht erfüllen können, weil wir einfach viel zu klein sind. Und solche Sachen sollte sich YouTube vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen, dass sie je nach Länder halt ein bisschen Anpassungen machen. Richtig, wieder das Wetter. Aber ich habe jetzt gerade eine Konzeptpräsentation mit der Firma. Ich bin ein bisschen nervös, weil das entscheidet nachher recht einen grossen Teil von meinem ganzen Jahr. Mal schauen, wie es rauskommt. Ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Ich will Sommer, Mann. Es ist viel zu kalt und eklig draußen. Jedenfalls ist die Präsentation gut gegangen. Ich habe 4 Konzepte ausgearbeitet und vorgestellt. 2 davon werden mit einer Wahrscheinlichkeit von, sagen wir mal, so 98,3% ausgeführt. Ich gehe mal sehr schwer davon aus. Die anderen 2, ja, das ist eine Frage der Ressourcen beim einen Konzept. Nicht einfach nur finanziell wie beim anderen, sondern auch noch eine Frage von der personellen Kapazität. Jedenfalls, ja, ich bin jetzt gerade am Kochen. Ich muss ja gucken, dass das Wasser nicht überschwappt. Jedenfalls bin ich sehr gespannt, ob sie das dritte Konzept durchführen werden, ob sie das machen werden, weil es ist mega, mega geil. Ich bin schon, also wenn das durchgeführt wird, bin ich sehr stolz drauf. Aber mal schauen, es ist halt wirklich eine Ressourcenfrage, weil es wird extrem. Außerdem habe ich, als ich nach Hause gekommen bin, noch gerade ein Paket im Briefkasten gehabt. Ja, mal schauen, was da drin ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was steht, kein Absender drauf. Gucken wir mal, ne? Hier ist was? Ist für die Lippen Kiwi? Kiwi, Kale und Wassermelone. What the hell?
Boah! Richtig krass. Das riecht richtig krass nach Melone. Den Rest schmecke ich, also rieche ich gar nicht. Okay, und das da. Acai, Blueberry und Dragonfruit. Das ist richtig geil. Färbt das ab? Wahrscheinlich schon, ne? Oh ja, oh krass. Hm. Färbt schon ab. Nice. Also, oh, aber vom Geruch her richtig krass. Danke dir, Molly Job. Du bist so lecker. Jetzt bin ich mit dem Video. Wie fand ich auch? Ich habe immer mit Hey Leute, jetzt bin ich im Cha-Cha mit der Nathalie. Bist scharf? Hallo. Ich muss nicht scharf. hier ist noch einiges geändert. Irgendwie sieht es ganz anders aus als noch vor einem halben Jahr, als ich das letzte Mal wieder da war. Wie begeistert. Und hier steht einfach ein Baum mit drin. So, da. Das ist einfach ein Baum. Ein guter, gell? Wir sind jetzt hier am Essen, weil wir kommen beide gerade von einem geheimen Projekt, das wir zusammen am Machen sind, noch mit ein paar anderen. Bis ihr aber erfahrt, was das ist, das dauert wahrscheinlich noch ein Jahr. Also, ihr könnt gespannt sein, aber bitte mit ein bisschen Geduld. Das war's mit der ersten Woche im 2018 mit meinem Weekly Vlog Projekt, nenne ich es jetzt mal. Ich hoffe, ich kann es durchziehen. Es ist auf jeden Fall das, was ich mir ganz fest vorgenommen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet auch künftig wieder einschalten. Das heißt nämlich ab jetzt jeden Sonntag 8 Uhr Vlog am Sonntag, sage ich jetzt mal so provisorisch. Ja, jeden Sonntagabend 8 Uhr ein Vlog. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.